Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Danganronpa. So, was sollen wir denn nochmal machen? Wir sollen suchen, weil alle verschwunden sind, bis auf 4 Leute, glaube ich. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wer da war. Kyoko war, glaube ich, da. Hagakure war da. Silas? Nee, ich weiß es gar nicht. Jedenfalls suchen wir jetzt erstmal, wo die alle abgeblieben sind. Denn eigentlich wollten wir ja Alter Ego suchen, der höchstwahrscheinlich entführt worden ist. Und hier ist keiner. Und dann ist keiner zum morgendlichen Frühstück eben erschienen. Und das ist alles sehr mysteriös. Und ich erwarte ja schon eine neue Leiche, ganz ehrlich. Wegen dem Geld. Yep, Mord wegen 10 Billionen Yen. Traurig, aber... War... Kommt schnell, irgendjemand! Was? Diese Stimme, das war Asahinas. Ich bin mir ziemlich sicher, sie suchte... Im dritten Stock. Mein Körper bewegte sich schneller als mein Verstand. Und ich sprintete entlang den Treppen. Ich schaffte es zum dritten Stock, so schnell ich konnte. Und da war sie. Sie stand angewurzelt im Flur. Oh, oh Iggy! Was ist passiert, Asahina? Wir haben ein Problem. Als ich die Tür zum Rec Room öffnete, ich sah hinein und da, in dem Rec Room. Ich sollte die anderen wissen lassen. Ich werde die anderen finden. Du gehst schon voraus, Nagi. Nervös und eingeschüchtert. Schlich Athena die Treppen runter. Was ist im Rec Room passiert? Halb aus Instinkt rannte ich in den Rec Room. Oh Gott, bitte keine Leiche. Ich öffnete die Rec-Tür. Und das erste, was ich sah... Celest, und sie war verletzt. What the fuck? Was ist passiert, Celest? Ich habe meine Hand überspielt, was? Ich wurde attackiert. Du wurdest attackiert? Bei wem? Bei einem mysteriösen Verrückten. Ein mysteriöser Verrückter? Alles über diesen Verrückten war ein Mysterium. Ich kann mir nicht helfen, als ihn einfach mysteriös zu nennen. Mysteriöser Verrückter. Das passt ziemlich genau zu ihm. Ich wurde von diesem mysteriösen Verrückten mit einem Hammer, mit dem Hammer dort drüben angegriffen. Wartet mal. Leia. Lass das. Mesku. Bitte was? Ein Hammer? Da. Hast du einen Hammer? Och, wie süß. Damit wurde sie angegriffen. Oh. Was ist das? Sieht aus wie ein... Ein Holzhammer und mit einem seltsamen Design. Da steht etwas auf dem Kopf. Justice Hammer 1. Ich wurde mit diesem Hammer angegriffen. Bin gerade noch so davon gekommen, aber als ich das tat, fiel ich runter. Der Mangel von täglichen Übungen hat mich wohl eingeholt. Sie wurde mit diesem Hammer angegriffen? Das haben wir schon 4-mal gesagt, ja. Und was ist das mit diesem Justice Hammer Nummer 1? Nein, ich sehe das. Ja? Ich brachte Sakura. Celest, was zur Hölle ist mit dir passiert? Sie wurde von irgendeiner Art Verrückten angegriffen. Ein Verrückter? Heißt Madman überhaupt verrückt? Ich weiß nur, dass Mad verrückt heißt. Celest, erzähl mir mehr über diesen Verrückten. Komm, was ist diesen Morgen passiert? Ich bin ein bisschen vor 7... ich bin kurz vor 7 aufgewacht. Wo es noch Nachtruhe war. Naiv, wie ich dachte... naiv, wie ich war, dachte ich, es wäre in Ordnung. Da es schon fast 7 wäre... Also verließ ich meinen Raum
um einen Spaziergang in der Schulzone im ersten Stock zu machen. Das war mein Fehler. Während meines Spaziergangs sah ich diesen Verrückten. Sein Gesicht war verdeckt. Und er war schon von Anfang an ganz verdächtig. Und weil er so verdächtig aussah, habe ich entschieden, ihm zu folgen. Sehr klug. Und der Verrückte ging ins Rec Room. Ich starrte durch den Spalt in der Tür, aber er sah mich und dann attackierte er mich. Du wurdest angegriffen. Ich wurde angegriffen, kurz nachdem die Nachtruhe geendet hat. Ein bisschen nach 7. Also wenn du so kurz nach 7 angegriffen wurdest. Das war dann wohl, als wir in der Cafeteria war. Geschätzt vor einer Stunde. Als ich angegriffen wurde, verlor ich das Bewusstsein. Es sieht aus, dass ich für über eine Stunde bewusstlos war. Demo. Aber zum Glück hast du nur ein paar Kratzer. Aber nur, weil ich um Vergebung gebeten habe, mit jedem einzelnen Zentimeter meines Körpers. Vergebung? Ich werde alles tun, aber bitte lass mich am Leben. Ich küsse deine Füße, ich küsse dein alles. So. Also hast du deinen Stolz abgelegt. Ich bin beeindruckt. Ich werde jede Strategie anpassen, annehmen, um zu überleben. Aber viel wichtiger, wir sollten nach diesem Verrückten suchen. Ich habe Angst, dass irgendetwas Schlimmes passieren wird, wenn wir uns nicht beeilen. Oh oh. Zähle, was meinst du mit, ob das etwas Schreckliches passiert? Als ich in den Vakuum geschielt habe, war da noch eine andere Person mit diesem Verrückten. Es war Yamada. Yamada? Und nachdem der Verrückte mich attackiert hat, zog er Yamada mit sich. Er wurde gekidnappt? Sollten wir nicht anfangen zu suchen? Und zwar schnell? Hey, Silas, ist dir irgendetwas über diesen Verrückten aufgefallen? Etwas, das herausragte. Anstatt es zu erklären, wäre es schneller, wenn ich es zeigen würde. Und zeigen? Du erinnerst dich an Yamadas alte Digitalkamera? Also hast du... Ja, ich habe heimlich diesen Verrückten fotografiert. Ernsthaft? Lass mich mal sehen. Aber versuch nicht überrascht zu sein. Obwohl das wohl ziemlich schwer wird. Nachdem sie ihre Warnung ausgesprochen hat, zeigte uns Celeste die Digitalkamera. What the fuck ist das? Das ist kein Verrückter, das ist ein Roboter. Sie hat nicht gelogen, als sie sagt, dass dieser Verrückte sein Gesicht verschleiert hat. Ein Roboterkostüm? Wie ich gesagt habe, ein mysteriöser Verrückter, ja? Und so wurde Yamada weggezogen von diesem komischen Roboter. Ich nahm dieses Foto auf, als der Angriff stattfand. Mit anderen Worten, vor einer Stunde. Und deswegen habe ich gesagt, wir sollten uns beeilen, bevor etwas Schreckliches passiert. So. Denke ich, verstehe. Aber viel bleibt immer noch ein Mysterium. Na jedenfalls, Yamada wurde entführt. Bei dem Verrückten in dem Foto. Viel schlimmer, es ist schon vor einer Stunde passiert. Ja, dann arbeitet nicht, sondern bewegt euch. Mist, wir müssen uns echt mal bewegen. Celeste, weißt du, wohin der Verrückte ging? Er ging nach links, nachdem er den Rackroom verlassen hat. Wenn er nach links ging, heißt das, dass er die Treppen in den zweiten Stock benutzt hat. Also ist der Verrückte im zweiten Stock? Wenn ich mich erinnere, war Kirigiri dort in der Suche. Am Suchen. Hey, wenn wir schon davon sprechen, wo ist Kirigiri? Nee. Sorry, ich bin noch nicht zum zweiten Stock gegangen. Das könnte schrecklich sein. Wenn der Verbrecher schon im zweiten Stock ist, dann könnten sie vielleicht ineinander rennen. Lass uns gehen, Kirigiri ist in Gefahr. Sobald ich das sagte, rannte ich aus dem Rec Room raus und flitzte die Treppen in den zweiten Stock hoch. Oh, oui. Was ist mit all dem Lärm?
das für ein Spiel spielen wir denn heute? Sieht es aus wie ein Spiel? Jedenfalls habt ihr zwei Kirigiri oder Yamada gesehen? Nein, nein, habt ihr nicht gesehen. Sind sie auf diesem Stock? Wir sind gerade erst angekommen, also. Wir haben den ganzen Lärm gehört und sind gekommen, um zu schauen, was passiert ist. Warum seid ihr eigentlich immer zusammen mittlerweile? Ich meine, was treibt ihr so? Zusammen! Ja, danke. Du bist nichts weiter als ein Stalker. Jedenfalls kommt schon. Würdet ihr uns helfen, noch einen zu suchen? Ist etwas passiert? Wir werden das später erklären. Jetzt sind wir im Kampf gegen die Zeit. Sicher, ich mach mit. Sieht aus, als ob langsam etwas Interessantes kochen würde. Yamada, Kirigiri, sagt was, wenn ihr mich hört. Aber ihre Stimme warf einfach nur ein Echo in den leeren Hallen. Hä? Was? Hast du etwas gehört? Es war sehr still. Aber ich glaube, es kam von der Bücherei. Komm schon, zu der Bücherei. Wir rannten alle zu der Bücherei, so schnell wir nur konnten. Dosch, dosch, dosch. Wir öffneten die Büchereitür und... Da war Yamada. Sichtbar verletzt. Bist du in Ordnung? Oh, zum Glück, er lebt. Ich fühle mich aber nicht so gut. Schau, guck mir mal das Blut an. Wie hast du diese Wunden dann bekommen? Ich wurde verkloppt. Von ihm? Justice Rubble! Worüber sprichst du denn? What the fuck? Und keine Kirigiri, aber wir hören uns das mal um. Ey, er ist verdammt nochmal verletzt! Oh Gott, sie ist so fucking creepy manchmal. Justice Rubble. Das hat sie ja nicht, ohne Scheiß. Zum Glück erlebt. Komisch. Zum Glück ist Yamada am Leben, aber was ist der Justice Rubble? Werden wir gleich wissen. Lass mich doch mal sprechen mit euch. Achso. Ja, er ist nicht im Mode zum Lesen. Ja, sorry. Die Dinge wurden ziemlich seltsam. Na gut, dann sag mal, Dicker, was ist los? Yes, Justice Rubble. Derjenige, den du Justice Rubble nennst, ist das er? Was zum Teufel ist dieses bescheuerte Apparat? Das ist der, der Celis und Yamada angegriffen hat. Stimmt das nicht, Yamada? Ohne Zweifel! Es war er! Justice Rubble! Justice Rubble! Die Dinge wurden echt ziemlich seltsam, habt ihr gerade schon gesagt. Jetzt soll ich euch nochmal ansprechen, oder was? Nein, er sagt noch das Gleiche. Gut, aber da liegt auch ein Hammer. Das ist schon wieder ein Holzhammer. Sieht ziemlich so aus wie der Celis im... wie derjenige, der Celis im Rackroom angegriffen hat. Aber dieser Justice Hammer 2... Und zu all dem ist er auch nochmal ganz klar größer als der im Rackroom. Er schnuckt mich mit diesem Hammer. Mein Kopf hat doch gar keinen Gong. Ich bin ziemlich überrascht. Du siehst gar nicht mal so schlimm aus. Ich bin voll verletzt, schlimm, Alte. Ich blute. Proteinfunktion stehen jetzt ziemlich gut für Wunden. Hättest du gern was? Das habe ich ja noch niemals gehört. Bist du sicher, dass es nicht nur dir so geht? Oh Gott. Hi. Ohne Kummer. Ein Amateur, der Gerechtigkeit verteilt? Das hört sich ja an, als ob das lustig wird. Was sind seine geheimen Pläne? Fliegt es? Sag mir zumindest, dass es sich mit etwas kombinieren kann. Jo.
Warum bist du hier? Für was bist du hier? Lass uns einfach mal nur Kummer ignorieren. Wir müssen jemand da in die Krankenstation im ersten Stock bringen. Wie man es auch ansieht, es wäre viel besser, wenn er erstmal ein bisschen erste Hilfe erhält. Ich stimme zu. Komm schon, lass uns gehen. Das weiß ich sehr zu schätzen. Also gingen wir alle ins Krankenzimmer, damit wir einmal das Wunden handeln konnten. Ich fange mal an, deine Wunden zu reinigen, Yamada. Wie fühlst du dich? Ich bin in Ordnung. Die Blutung hat gestoppt. Aber ich fühle mich ein bisschen schwindelig. So, der Diva. Yamada, das wäre wohl am besten, wenn du dich hier für eine Zeit ausruhst. So. Ja. Na dann gut. Dann sollten wir die Suche fortsetzen und nach dem Verrückten suchen. So, das war ne. Bevor wir ein anderes Opfer haben. Achso, während die Nummern des Justice Hammers immer größer werden, wird auch er selber immer größer. Was heißt, wenn es noch eine andere Attacke geben wird, wird es mit einem noch größeren Hammer Nummer 3 sein. Auf gar keinen Fall könnte jemand nicht sterben, wenn er bei einem mit einem Hammer geschlagen wird, der größer als 2 ist. Yamada, sag mir alles, was du weißt. Ja, ich war schon früh wach am Morgen. Und ich ging los auf die Suche nach Alter Ego. Und während ich im Recreation Room im 3. Stock war, wurde ich plötzlich von diesen Verrückten angegriffen. Das war es, was ich heute Morgen um circa 7 gesehen habe. Und danach wurde ich zu der Bücherei gebracht. Und da schlug er meinen Kopf wie ein Gong. Und das war, würde ich sagen, 30 oder 40 Minuten schon her. Also so um 7.30 Uhr. Wir waren dann immer noch in der Cafeteria. Das war, als ich, Asahina und Ogami und auch Kirigiri zusammen waren. Das heißt, wir haben alle Alibis. Ich war im Wäscheraum. Yes. Und hat Unterwäsche so dunkel, also schwarz wie der Nachthimmel gewaschen. Nein. Woher weißt du das? Ich habe heimlich geguckt, ganz klar. Ihr wisst, Tsugumi und Fukawa waren auch zusammen zu dieser Zeit. Was heißt, sie haben auch Alibis. Die einzigen, die keine Alibis haben, als Celis und Yamata angegriffen wurden, sind die zwei Leute, die wir heute noch nicht gesehen haben. Ishimaru und Hagakure. By the way, was ist mit Kirigiri? Ich habe sie heute noch nicht gesehen. Oh ja. Sie hätte eigentlich im 2. Stock absuchen sollen, aber ich habe sie da nicht gesehen. Dann, wohin ist sie hin verschwunden? Verstehe. Sie ist weg und ist verschwunden. Was für eine seltsame Frau. Sieht aus, das ist meine Verdächtigung. Mein Verdacht gegenüber ihr richtig war. Warte eine Sekunde. Als Celis von Yamata angegriffen wurde, war Kirigiri noch mit uns in der Cafeteria, also. Ich rede nicht über den Verrückten. Was? Nein, ich rede darüber, was wir gestern besprochen haben. Der Verräter vom Drahtzieher. Also sagst du, Kirigiri ist. Maul heißt ja eigentlich Maulwurf, aber ich sag halt lieber Verräter, you know. Nein, das kann nicht sein. Und warum kann das nicht sein? Sie verweigert es, uns ihren Titel zu nennen. Und sie hat nicht mehr ein kleines Problem damit, eine Leiche anzurühren. Ui. Warte, das können wir später besprechen. Im Moment müssen wir erstmal diesen Verrückten ausfindig machen. Ja. Sie hat recht. Wenn wir uns nicht beeilen, könnte jemand echt verletzt werden. Ich wette, es ist auch die Schuld des Verrückten, dass wir Kirigiri oder Ishimaru oder Hagakure nicht finden. Richtig. Wir müssen zuerst was über diesen Verrückten tun. Macht euch über mich keine Sorgen. Nachdem ich mich ausgeruht habe, werde ich mich der Party wieder anschließen. Verstanden. Dann kümmere dich gut um dich selber. Gut, dann lass uns gehen. Oh, hey,
Warum denkst du, ist ihr Verrückter so angezogen? Du verschwendest deine Zeit. Versuchen Gründe für einen Freak zu finden. Hey, so was ist der Plan? Teilen wir uns auf und fangen mit der Suche an. Wir haben etwas Gefährliches und Unvorhersehbares vor uns. Für jetzt sollten wir... Was ist das? Ich sah einen Schatten. Da war ein Schatten, der sich ganz oben auf den Treppen bewegt hat. Echt? Der zweite Stock? Ich werde es nicht erlauben, dass du meinen Fingern diesmal entkommst, du Monster. Im nächsten Moment rannten wir schon alle die Treppen hoch. Das sollte irgendwo in dieser Area sein. Area? Was? In diesem Ort sein. Lass uns aufteilen und ihn einkreisen. Ja, pass auf, dass du dich nicht einer unnötigen Gefahr aussetzt. Sollst du etwas finden? Ruf nach mir sofort. Aber was soll ich denn sagen, wenn ich nach dir rufe? Sag einfach irgendwas. Wie wär's mit... du ja, was auch immer. Ist doch egal. Mach nur sicher, dass sie dich hört. Du ja? Ich glaube, das habe ich schon einmal gehört. Ah, was auch immer. Beeil dich einfach und such schon. Ich gehe jetzt. Wo versteckst du dich, Robo-Babe? Wenn du dich nicht selber zeigst, werde ich dich strippen. Wir verteilten uns in jede Richtung, um zu suchen, wo der Verrückte sich versteckt hat. Fangen wir mal hier an. Guck mal, hier ist keiner, aber komme ich hier überhaupt rein? Das ist ja eine andere Frage. Achso, ja, er kann da natürlich nicht hin. Du Lusche. Na, guck mal, das Poster ist wieder da. Dem Chihiro ermordet wurde, ja. Da hat sich sicher auch Dings drum gekümmert. Guck mal. Nix da? Okay. Wo könntet ihr sein, Leute? Wo seid ihr denn? Da, babam, jetzt geh raus. Vor allem hoffe ich, dass Kirigi nicht erwische. Toja! Dieser komische Schrei. Ich bin ziemlich sicher, das war Zellers. Und es kam von oben, der dritte Stock. Ich beeilte mich zu den Treppen, die in den dritten Stock führten. Ich bin hier drüben, Leute. Da wir Zellers Geschrei hörten, versammelten wir uns alle im dritten Stock. Was ist passiert, Zellers? Das war ein ziemlich übertriebener Schrei, der von dir kam. Ich sah ihn, dieser kostümierte Verrückte. Als ich schrie, rannte er weg. Ich schaute selber zur anderen Richtung der Treppen und er ging wieder in die Ecke auf eine... keine Ahnung. Irgendwo. Die Ende von dem Flur. Lass uns... das Ende vom Flur. Was jetzt? Oh, toll. Bin ich? Wo bin ich, Zeug? Wow, er hat nicht gelogen. Was ist nicht die Zeit um? Hä? Was? Es kam von unten. Was heißt dieser Schrei? War Jammer da in der Krankenstation? Verdammt, lasst uns zurückbeeilen. Was ist mit dem Verrückten? Er ist eingekreist. Willst du etwa unsere Chance hinschmeißen, ihn zu schnappen? In dem Fall teilen wir uns in zwei Gruppen auf. Ich bleib hier oben. Das wird mehr Spaß geben. Dann wären ich, Nai und Asahina zurück zur Krankenstation. Und Fukawa, Togami und Ogami sind verantwortlich dafür, den Verrückten zu fangen. Boah, das ist mir. Du kümmerst dich um Yamada. Ja, seid vorsichtig, Leute. Und dann teilen wir uns in zwei auf. Und ich sehe das in Asahina. Rannten zurück in den ersten Stock. Die Krankenstation. Krankenstation, Eilung. Okay, ich laufe hier schon. Tschu! Warum ist das so ein großes Hin und Her hier?
Wir rannten durch die Krankenstation-Türen und da wartete auf uns... Oh, wie eine andere Welt. Eine Welt von Monochrom und Rot, beziehungsweise höchstwahrscheinlich Pink. Oh, damn. Rot. Nein, Pink. Pink, soweit mein Auge sehen konnte. Und in der Mitte von all dem... Ja, Mathe? Es sieht aus, als ob sich die Sache ein bisschen verschlechtert hat. Ach, echt. Ich hätte nie gedacht, dass Yamada getötet wird. Getötet? Macht Spaß, oder? Er kann doch gar nicht tot sein. Oh. Wir haben eine Leiche hier. Scheiße. Wir werden schon bald einen Klassenprozess halten. Also macht sicher, dass ihr die Zeit gut nutzen werdet. Das war... eine Leichenfundankündigung. Die Leichenfundankündigung. Passiert, wenn ein Mord stattgefunden hat. Und wenn mindestens 3 Leute die Leiche gefunden haben. Und da wir gerade diese Ankündigung gehört haben, heißt das, Yamada wurde von einem von uns getötet. Einer von uns? Und schau dir das an. Als sie sprach, zeigte Celis auf etwas auf dem Boden. Das gleiche Etwas, das auch schon in den vorherigen 2 Attacken genutzt wurde. Ein Hammer, hm? Noch ein hölzerner Hammer, genau. Noch ein Justice Hammer. Justice Hammer 3. Und es ist sogar größer als die anderen 2. Genauso wie wir gefördert haben. So ein Schlag von etwas so großem überlebt man nicht. Dann ist der Mörder wirklich... ohne Zweifel sehr mysteriöse Verrückte. Um den Namen, den Yamada ihm gegeben hat, zu nutzen. Justice Robo. Die Person, die sich hinter diesem Kostüm versteckt, hat Yamada getötet. Aber warte. Haben wir ihn nicht erst im 3. Stock gesehen? Dass er den Flur entlang floh. Also wie kam er in die Krankenstation? Sagst du etwa, er kann teleportieren? Darüber können wir später nachdenken. Im Moment müssen wir jetzt den anderen sagen. Ja, du hast recht, aber es ist sehr mysteriös. Dann lass uns gehen. Guck mal, ihre Pupillen an, die sind voll verschoben. Sahina, reiß dich zusammen, bitte. Hä? Bist du in Ordnung, Sahina? Sorry, ich denk nicht, dass ich mich bewegen... Ich kann nicht. Das ist ein Dilemma. Wir können Sahina nicht einfach hier alleine lassen. Dann gehe ich zu den anderen und sag's ihnen. Du bleibst hier mit Sahina, Celis. Okay, wie du sagst, dann pass auf dich auf. Ja, aber lass es mir. Ich höre mich vielleicht stark an und voller Überzeugung, aber... ich war gefüllt mit unkontrollierbaren Zittern für die letzten paar Minuten. Die anderen sind im 3. Stock, lasst uns gehen. Die anderen 3 verfolgten den Verrückten hier im 3. Stock. Und er ging... ans Ende der Dings, ne? Ja, das übersetze ich nochmal. Ende der Halle. Der rannte. Ist er wahrscheinlich so weit gegangen, wie er konnte. Was ist am Ende der Halle? Da fragst du mich jetzt was. Was ist denn hier? Ich guck mal. Hier nicht, oder? Ende der Halle? Hier, ne? Das Physiklabor vielleicht. Auf
den ersten Blick sah es nicht aus, als ob jemand hier ist, aber ich kann etwas fühlen. Jemanden. Und es kommt von der Raum hinten. Neue. Ich rannte durch die Tür und da war der zweite Albtraum von diesem Tag. Nicht ein, aber zwei Albträume erwarteten mich heute. Oh, oh, was? What? In einem Pool von seinem eigenen Blut lag Ishimaru tot. Oh, damn. Gleich zweimal? Zwei Doppelmord im Ernst? Wie denn bitte? Jemand das tote Körper in der Krankenstation. Ishimaru's töter Körper in dem Physikvorbereitungsraum. Ich wurde Zeuge von zwei Albträumen. Einer nach dem anderen. Nein, das war kein Albtraum. Das war die Realität. Eine albtraumhafte Realität starrte mir genau ins Gesicht. Und trotzdem, ich... Warum ist das... Hi. Toko? Lebt aber, oder... Was? Fukawa! Nein, Fukawa auch? Relax. Sie hat einfach das Blut gesehen und ist bewusstlos geworden. Von Blut sehen? Oh ja, Fukawas Nicht-Genocider-Persönlichkeit kann ja nicht mit Blut umgehen. Wir haben versucht, sie auszuwecken, aber nichts hat funktioniert, also lass sie einfach. Wie er sagt, sollte ich sie wahrscheinlich erstmal lassen. But why? Sie redet nicht mit mir? Ishimaru's Blut hat sich auf dem Boden in einen Pool verwandelt. So wie ein Fass von ausgelaufener Farbe. Und hier ist schon wieder ein Hammer. Oh, der ist ja noch größer. Und wieder ein anderer Hammer. Justice Hammer 4 und es ist sogar größer als die anderen. Was heißt, Ishimaru's Tod war auch die Arbeit von einem Verrückten? Sorry. Warum ist das Justice Hammer 4? Was meinst du? Zuerst Celis wurde zuerst angegriffen mit Hammer 1. Und danach kam Yamada, der mit dem Hammer 2 angegriffen wurde. Der Hammer hier ist Nummer 4, also warum nicht Justice Hammer 3? Oh ja, was ist das? Richtig, ja, über Hammer 3. Weißt du etwas? Die Wahrheit ist, Ishimaru ist nicht der Einzige, der ermordet wurde. Yamada wurde auch getötet. Was? Yamada wurde auch ermordet? Ist das wahr? Ja. Und so kamst du hier rauf, um uns zu holen. In dem Fall überprüfen wir das besser. Natürlich, lasst uns gehen. Ich, Ogami und Togami verließen schnell den Flugraum. Aber im nächsten Moment... Oh Mann! Celis, warum warst du nicht in dem... Da gibt's Probleme. Hab gehört. Yamada wurde ermordet. Das ist nicht länger das einzige Problem. Hä? Was meinst du? Es ist weg. Was ist weg? Yamadas Leiche. Es ist verschwunden. Hä? Was sagst du? Die Leiche ist verschwunden? Unmöglich. Du meinst das ernst? Was in aller Welt passiert denn? Beeilung zur Krankenstation. Also heute macht er aber viel Sport. Und ich rannte mal wieder die Treppen runter. Und stolperte praktisch ganz über mich selber und immer noch außer Atem trat ich in die Krankenstation. Ich konnte meinen eigenen Augen nicht trauen. Ja, mal das Leiche. Welche vor wenigen Minuten noch hier waren, war... Husch! Weg! Ich und Celis, wir gingen zum Badezimmer ganz schnell.
Wir waren nur weg für eine Minute. Und dann, als wir wieder kamen... Das ist wahrscheinlich die Arbeit von einem Verbrecher. Er trug die Leiche weg. Es ist so, als ob er Spiele spielt. Er genießt es, uns zuzusehen, wie wir rumrennen. Ganz konfus und in Angst. In dem Fall werden wir alle umgebracht. Wir werden genauso wie sie umgebracht. Unglaublich. Es ist unglaublich, dass die Leiche einfach so verschwand. Ganz oben, von zwei gelungenen Morden, ist eine der Leiche verschwunden. Es ist unnatürlich, egal wie man es anguckt. Warte eine Sekunde, was meinst du denn mit zwei erfolgreichen Morden? Ishimaru wurde auch ermordet. In einem Physikvorbereitungsraum im dritten Stock. Nein, Ishimaru auch! Nein, das... Schrei doch mal. Beruhig dich, Asahina. In dem Fall werden wir wirklich ermordet. Er wird jeden Einzelnen von uns ermorden. In dem Fall ist Fukawa wohl ganz oben auf seiner Liste. Ich hab's vergessen. Sie ist immer noch bewusstlos in dem Physikvorbereitungsraum. Du hast sie am Tatort zurückgelassen? Was für eine andere Wahl hatten wir denn? Sie war bewusstlos und wir konnten sie nicht aufwecken. Bewusstlos? Wie war das bewusst, Togami? Aber warum? Denkst du nicht, ich würde es zu schätzen wissen, wenn diese Störung umgebracht wird? Du... Was auch immer es heißt. Oh weh. Ihr Leute habt über sie ihr habt sie doch vergessen. Ihr habt kein Recht, mich zu beschuldigen. Jetzt ist nicht die Zeit zum Streiten. Beeilen wir uns und gehen wieder zurück. Nein. Ich will nicht, dass noch jemand stirbt. Togami. Sollte irgendetwas Fukawa zustoßen, werde ich dich dafür verantwortlich machen. Lauft! Oh Mann, hinein. Wir verließen die Krankenstation und schon wieder. Ach ja, gingen wir die Treppen hinauf in den dritten Stock. Wir gingen wieder in den Vorbereitungsraum, so schnell wie unsere Füße uns nur tragen konnten. Und da fanden wir. Nix. Fukawa. Zum Glück, sie ist in Ordnung, aber dann traf es mich ja. Es ist nichts da. Der genaue Zustand von diesem Raum. Hä? Es ist weg. Ishimaros Leiche, welche hier hätte sein sollen, ist verschwunden. Ist das gerade wirklich? Ist das irgendeine Art von Traum? Es ist kein Traum. Weil ich definitiv sah Ishimaru's letzte Transformation. Was ist das? Ishimaru's Leiche ist auch weg? Hör auf, verschwunden zu sagen. Das ist ohne einen Zweifel, was der Täter getan hat. Er hat die Leichen versteckt. Aber was für einen Grund hat er denn, die Leichen zu verstecken? Frag mich doch nicht. Auf jeden Fall... Jemand ist als dieser Verrückte verkleidet und macht hier Tat nach einer Tat. Wir müssen ihn ganz schnell finden, oder wir werden wirklich alle getötet. Ein nutzloses Bedenken. Was? Benutzt deinen Kopf. Wer ist in der Lage, beide Morde durchzuführen und die Leichen zu verstecken? Naja. Als Yamada seinen Todesschrei rauslied, war jeder zusammen im dritten Stock. Und danach teilten wir uns in zwei Gruppen auf. Und es ist das Gleiche mit Ishimaru's Leiche. Jeder hier war zusammen in der Krankenstation. Mit anderen Worten. Nur die zwei, die nicht hier sind, Hagakure und Kirigiri, könnten das alles tun. Warte mal eine Minute. Kirigiri hat ein Alibi. Als Celis und Yamada zuerst angegriffen wurden. Sie war mit uns die ganze Zeit in der Cafeteria. Ihr Alibi ist, solide. Du nimmst immer ihre Seite ein, oder nicht? Haben wir hier etwa ein anderes Liebesvögelchen unter uns? Das ist es nicht. Nicht, dass es jetzt von Bedeutung ist. Ich akzeptiere, dass Kirigiri ein Alibi hat. In dem Fall ist die einzige Möglichkeit, die uns noch bleibt,
für die Identität des verrückten Hacker Kula. Wie auch immer. Niemand wird mir umgebracht. Es steht ganz genau, es steht so genau wie der Tag in den Schulregeln. Das stimmt. Die Regeln sagt, einem einzigen Bösewicht ist es erlaubt, ein Maximum von 2 Leuten umzubringen. Solange diese Regel weiterhin in Effekt ist, wird es keinen dritten Mord geben. Und wenn er die Regeln bricht... Oh! Minze, Wurst, Hamburger! Was? Ach so. In kleine Stücken verarbeitet. Wusstet ihr das? Für Fisch nennt man es nicht Minz. Minze, was auch immer es ist, aber Surimi. Weg ist er. Tja, da gehst du. Und da der Täter schon 2 Morde begangen hat, gibt es keine Möglichkeit, dass noch einer passiert. Togami, du wusstest von Anfang an, dass Fukawa nicht in Gefahr ist, getötet zu werden. Obwohl ich es gemeint habe, also gemeint habe, als ich gesagt habe, es wäre besser, wenn sie tot ist. Aber jedenfalls, jetzt können wir sicher nach den 2 verbliebenen Leichen suchen. Die 2 versteckten Leichen. 2 Leute wurden ermordet. Und ihre beiden Leichen wurden versteckt. Der Einzige ohne ein Alibi und der Einzige, der das getan hätte können, ist Hagakure. Aber ist Hagakure wirklich der Täter? Und dann ist da Kirigiri. Wohin ist sie hingerannt? Wenn sie nicht in diesem Unfall verwickelt ist. Was ist das, Naegi? Was? Ah, ist nix. Jedenfalls sollten wir zuerst die Leichen finden. Wenn wir das nicht tun, haben wir ein ziemliches Problem. Dann teilen wir uns auf und fangen mit der Suche an. Aber... Du musst keine Angst mehr haben, Süße. Niemand wird mehr umgebracht. Ich will das glauben. Wenn du dich unkomfortabel fühlst, allein zu sein, werde ich bei deiner Seite bleiben, Asaina. Danke. Du musst mir nicht danken. Okay, dann fangen wir mit der Suche an. Wenn ihr die Leichen findet, ruft sofort nach mir. Togami verließ den Vorbereitungsraum und jeder folgte seiner Führung. Fangen wir die Suche... fingen mit der Suche nach den 2 vermissten Leichen an. Ja, aber wo könnten die sein? Wir suchen mal alle Räume ab, würde ich sagen, ne? Hier ist einer. Aber vor allem, wo ist Kirigiri und Hagakure? Und die können auch nicht beide verschollen sein, oder? Ach, hier seid ihr. Hi, ist hier was? Im Moment müssen wir nach den verschwundenen Leichen suchen. Wir können später reden. Oh, ist ja gut. Kein Socializing. Frag mich, wohin die 2 Leichen verschwunden sind. Kommen wir da denn rein? Hä? Sieht aus, als ob es abgeschlossen ist. Das war doch vorher nicht abgeschlossen, oder? Strange, aber irgendwie macht das auch keinen Sinn. Wie kann eine Person 2 Morde gleichzeitig? Versteht er? Weil... Ach, hier war ja noch irgendwas, der Rec Room, ne? Das geht doch nicht, dass 2 Leute sterben, aber so ziemlich gleichzeitig. Und die Leichen auch ziemlich zeitnah verschwinden. Wie ist er denn vom 1. Stock so schnell in den 3. gekommen? Ich denke mal nicht, dass da im Klassenzimmer was ist, oder? Ich gehe erstmal wieder nach unten. Okay, ich soll mich zuerst hier umgucken. Dann gucken wir uns auch nochmal die Klassenzimmer an. Aber ich bezweifle, dass da Platz ist für 2 Leichen. Ja. Wo denn auch? Allein der Fette braucht ihr schon ganz nah. Oh Gott. Naegi. Was stehst du hier so blöd rum? Das Kunstzimmer jetzt? Hä? Also hast du ja, ich fand sie. Yamada und Ishimarus Leiche waren in einem Kunstzimmer versteckt. Ja, ne. Asaina und Ogami wissen das schon, also gehen wir jetzt vor. Also die Leichen waren im Kunstzimmer? War ich da nicht gerade schon? Da waren doch Asaina und Ogami. Da war doch gerade nichts. Moment mal. Leute! Die 2 Leichen sind hier? Togami? So, wo sind die 2 Leichen versteckt?
hier, aber es war gerade noch verschlossen. Vor mir ist der Lagerraum von dem Kunstraum. Ich drehte den Türknopf. Sieht aus, als ob es offen ist. In dem Fall kann ich nur eins hier tun. Aber es war doch eben noch abgeschlossen vor 3 Sekunden. Ich öffnete die Tür und tritt hinein und da sah ich 2 Leichen. Togami war hier sogar noch richtig sexy eigentlich. Wenn man im zweiten Teil denkt, naja. Die 2 Leichen, die verschwanden. Dieser erstickende Geruch von Blut, der diesen Raum durchdringte, schrie von dem Hausdach. Das ist die unabstreitbare Wahrheit. Und für das 2. Mal heute hörten wir diese ominöse Ankündigung. Hä? Warum zum 2. Mal? Wir haben es doch schon mal gefunden. Wir haben eine Leiche hier! Naja, eigentlich 2. Bald werden wir einen Klassenprozess halten, also macht sicher, dass ihr die Zeit gut nutzt. Oh Gott! Und da, wo das gesagt ist. Bekommt ihr eure eigene Kopie von der Monokuma File 3. Ich wollte es eigentlich schon vorhin verteilen, als ihr die erste Leiche gefunden habt. Aber ich sah schon eine andere Welle kommen. Und es sieht aus, als ob ich tödlich richtig lag. Halt die Klappe und gib's rüber. Okay. Na dann untersucht mal lange und hart, damit ihr gut und breit für den Klassenprozess seid. See you later, Alligator. Wir fanden die Leichen. Alles, was jetzt überbleibt, ist den Täter zu finden. Du, warte, nur eine Sekunde. Wie kannst du so ruhig sein? Sie sind tot. Beide von ihnen, sie sind beide tot. Sie kommen nicht wieder. Du bist so schrecklich. Du bist so eine schreckliche Person. Sahina brachte zusammen. Und Tränen strömten von ihren Wangen runter. Sie hob Yamadas nicht mehr bewegenden Kopf an und in ihren Arm, umarmte ihn oder so in den Arm. Wer würde so etwas tun? Also nicht nur, weil der pervers war und so, ne? Aber das ganze Dude. Warum würden sie das tun? Eine große Träne fiel von Asahinas Auge und landete auf Yamatas Wange. Wenn es ein Märchen wäre, wäre das der Part, wo jemand da seine Augen öffnen würde. Aber das ist kein Märchen. Märchen? Ja, klar! Das ist kein Märchen. Er kam zurück ins Leben. Wo bin ich, Zoi? Es ist so kalt. Bin ich in der Antarktis? Yamada, halt durch. Ich erinnere mich, das ist die Hauptspeak-Akademie. Es gibt nicht einfach so auf, du kannst es tun. Ich erinnere mich. Ich habe alle getroffen. Obwohl ich Hifu mir ja so als Charakter nicht so mag, aber es ist schon irgendwie heftig, wisst ihr, so. Wenn er da im Sterben liegt, sonst haben wir die anderen immer schon, ne, haben wir die halt gesehen, wo sie alle schon tot waren, aber gut, die Exekution war auch immer sehr hart, ne. Noch teilweise, naja, gerecht nicht wirklich, aber ne, sie wussten ja, dass wenn sie jemanden umbringen, kommt es früher, später wahrscheinlich zur Exekution. Ach, ja, nee. Aber jetzt ist es so, Sterb nicht, Fetti, sterb nicht. Du bist in den Armen von einer Frau, zum ersten Mal in deinem Leben. Bevor ich die anderen traf.
Das ist, ob deine Erinnerungen gegrillt sind. Er ist damit ziemlich fertig. Ich sehe ein Licht. Das Licht wird größer. Sieht aus wie ein Komet. Yamada, wer hat dir das angetan? Wer hat dich angegriffen? Wer ist der Täter? Hanin. Täter? Hanin no namae. Boku wa shitteru. Omoi dashitan da. Ich weiß den Namen des Täters. Ich erinnere mich. Was? Was für ein Name? Hiyasu. Hiyasu. Iro. Oh, no. Der schloss seine Augen für ein zweites Mal und öffnete sie nie wieder. Aber das zweite Atem zerstäubte und starb aus. Es ist so bescheuert, ey. Er ist wie am Leben, bist du, und dann tot. So ein Kack. Und endete das zu seinem letzten Wiedersehen. Asahinas Tränen fielen weiterhin in einem gleichen Fall auf seine Wangen, seine Stirn und seine Lippen. Aber ein zweites Wunder würde nicht passieren. Nur eine Bestätigung unserer kalten Realität. Das ist nicht irgendeine alte Love Story. All die Tränen in der Welt könnten nicht mal mehr einen Goldfisch wieder ins Leben holen. Du bist echt ein herzloser, insensibler, kaltblütiger Bastard. Ich bete, dass zumindest deine Lungen noch funktionieren. Ich bin ziemlich angepisst, so gesehen, okay? Sorry. Was für ein beschissenes Recht hat er, einfach so wieder von den Toten zu kommen, nur um so etwas zu sagen. Dank ihm ist dieses ganze verdammte Spiel ruiniert. Er sagt Ak und Yasuhiro, ja? Hakakule? Yasuhiro Hakakule. Er hätte nichts anderes meinen können. Tja, das belegt es dann wohl so ziemlich. Er griff Seles und Yamada an und dann killte er sowohl Ishimaru als Yamada. Und zu all dem versteckte er so ihre Leichen. Während er noch ein bizarres Kostüm trug, schlug er mit diesen Justice Hammers umher. Und das war alles Hagakure? Ich glaube, der hat echt zu viel Gras diesmal gedröhnt, war. Diesmal hat das wohl übertrieben damit. Das kann ich nicht vergeben. Ich werde ihm nie vergeben, was er getan hat. Zwei von meinen Freunden zu töten. In jedem Fall. Ich schätze mal, es ist Zeit dafür, dieses Leben- oder Todspiel anzufangen und zu schätzen, wer es war. Obwohl, diese Runde sieht aus wie ein sauberer Wisch. So viel zum Thema Leben- und Todspiel. Ja, sieht so aus, tatsächlich. Es fängt an. Es fängt wieder an. Ich weiß nur allzu gut, was ich tun muss für mein Leben und für die Leben aller anderen. Ich weiß, was ich tun muss. Untersuchen. Guide. Hier auf Investigation. Gut, aber das würde ich mal sagen, erst im nächsten Part von Danganronpa. Bis dann.